Alle sprechen über Corona. Wir sprechen über die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Warum? Gesundheitsminister Spahn meint, unser Gesundheitssystem sei gut aufgestellt. Doch das stimmt nicht. Wieso? Um verstehen zu können, warum das so ist, gehen wir zurück ins Jahr 1985. Damals gab es fast ausschließlich Krankenhäuser, die nicht nach Gewinn orientiert waren, und es herrschte das Prinzip der Kostendeckung. Das heißt, dass die Krankenhäuser alle Kosten für die Versorgung der PatientInnen von den Krankenkassen erstattet bekommen haben. Wenn zum Beispiel eine PatientIn in der Schwarzwaldklinik eine Blinddarmoperation brauchte, konnte Dr. Brinkmann die entstandenen Kosten bei Herrn Kaiser von der Versicherung abrechnen. Außerdem gab es ein Gewinnverbot und das Geld blieb im System. Niemand konnte sich individuell bereichern. Von den BefürworterInnen einer neoliberalen Umgestaltung wurde aber immer behauptet, dass in diesem System die Kosten explodieren und PatientInnen unter zu langen Liegezeiten leiden würden. Doch tatsächlich blieben die Kosten im Gesundheitswesen lange Zeit konstant bei 10-11% des BIP. Und die Verweildauer, also die Zeit, die die PatientInnen im Krankenhaus liegen, stieg nicht, sondern sank sogar zwischen 1970 und 1985 um 30%. Doch es konnten keine Geschäfte mit dem Krankenhaus gemacht werden, da es ja das Gewinnverbot gab. Das wurde als Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland empfunden. 1985 wurde dann als erstes das Gewinnverbot abgeschafft. 2003 wurden dann die Fallpauschalen eingeführt. Diese Fallpauschalen werden auch DRGs genannt, was für Diagnosis Related Group steht. Das bedeutet, dass jeder Krankheit eine Behandlung und eine Fallpauschale zugeordnet wird. Jeder Fallpauschale ist ein fester Preis zugeordnet, der dann wiederum von der Krankenkasse bezahlt wird. Und so gibt es 2015 für eine Blinddarm-OP 2.559 Euro. Krankenhäuser stellen also diese Fallpauschalen bei den Krankenkassen in Rechnung, unabhängig davon, ob die eigentlichen Ausgaben höher oder niedriger waren. Und so kann ein Krankenhaus eben auch Gewinne oder Verluste machen. Liegen die Ausgaben für eine Behandlung schließlich unter der Fallpauschale, macht das Krankenhaus einen Gewinn. Liegen die Ausgaben jedoch über der jeweiligen Fallpauschale, macht das Krankenhaus Verluste. Auf der einen Seite wird versucht, Gewinne zu erzielen, indem PatientInnen unterversorgt werden. Hauptsache, die Ausgaben liegen unter der Fallpauschale. Auf der anderen Seite werden Behandlungen vorgenommen, mit denen höhere Gewinne erzielt werden können. Die PatientInnen werden also überversorgt. Und zu guter Letzt werden die erzielten Gewinne nur in die Abteilung investiert, die die höchsten Gewinne versprechen. Eine gute Versorgung von PatientInnen steht jetzt nicht mehr an oberster Stelle. Doch schauen wir uns diese drei Strategien der Gewinnmaximierung mal genauer an. Erstens, Unterversorgung. Wegen des Drucks, die Kosten unterhalb der Fallpauschalen zu halten, wird vor allem beim Personal gespart, was bei Maschinen und medizinischer Technik nicht möglich ist. Für die Beschäftigten führt dies zu einem sehr belastenden Arbeitsalltag und zu Arbeitsbedingungen, die selbst krank machen. Außerdem entsteht so auch eine gefährliche Situation für PatientInnen. Die Stationen sind permanent unterbesetzt und es wird an der PatientInnenversorgung gespart. Zum Beispiel durch kürzere Liegezeiten. Die wiederum führen zu blutigen Entlassungen. Care-Arbeit wird dann in die Zuständigkeit von Frauen als unbezahlte pflegende Angehörige verlagert. Seit Einführung der Fallpauschalen wurden in der Spitze 50.000 Stellen abgebaut. Seitdem wurden zwar wieder Kräfte eingestellt, aber gleichzeitig ist die Anzahl an behandelten PatientInnen um 11% gestiegen und die Verweildauer um 25% gesunken. Es werden also mehr PatientInnen in kürzerer Zeit mit weniger Personal behandelt. Zweitens, Überversorgung. Je mehr Fallpauschalen die Krankenhäuser abrechnen können, desto höher sind die Einnahmen. Daher steigt die Zahl der Diagnosen und mit ihnen der Operationen. Auch wenn diese nicht immer notwendig sind. Zum Beispiel sind Hüft- und Knie-OPs drastisch gestiegen, seit die Fallpauschalen eingeführt wurden. Es wird eher operiert, als betreuungsintensive Therapien durchzuführen. Das führt zu einer Zunahme von zum Beispiel Kaiserschnitten und Amputationen. Und es werden mehr Nebendiagnosen gestellt, um höher abrechnen zu können. Es wird also nicht entschieden, welcher Eingriff dem PatientInnen wohl am besten dient. Durch Überversorgung sind die Ausgaben für Krankenhäuser gestiegen.
Seit Einführung der Fallpauschalen haben sich die Gesamtausgaben um mehr als 25% erhöht. Drittens, Selektion. Es gibt Fallpauschalen, die Gewinn abwerfen. Aber es gibt auch Fallpauschalen, die für Krankenhäuser verlustreich sind. Das hängt vor allem davon ab, wie punktgenau die Behandlung durchgeführt wird. Viel Technik und wenig Personal erhöhen den Preis der Fallpauschale. Dies führt dazu, dass Krankenhäuser Ressourcen in die Bereiche fließen lassen, die einen guten Erlös versprechen. Diese Ressourcen werden dann aus anderen Bereichen abgezogen. Zum Beispiel aus der Notversorgung, Allgemeinchirurgie, Kinder- und Jugendmedizin oder Geburtsmedizin. Hier sind nämlich personelle Puffer und viel Betreuung nötig. Die Folgen? Eine gesellschaftlich notwendige Grundversorgung wird systematisch unterfinanziert. Jetzt kommt auch noch Corona dazu. Die Ausbreitung des Coronavirus trifft auf ein Gesundheitswesen, das aufgrund der Ökonomisierung der vergangenen Jahre denkbar schlecht aufgestellt ist. Im Moment wird die hohe Zahl an Intensivbetten in Deutschland oft genannt. Allerdings bringen diese gar nichts ohne Personal. Und hier ist Deutschland in Europa an letzter Stelle, mit einer Pflegekraft auf 13 PatientInnen. Sich auf eine Epidemie vorbereiten führt im Fallpauschalensystem zu Verlusten. Krankenhäuser können überschüssige Bettenkapazitäten und ein Vorrat an Schutzausrüstung nicht abrechnen, wenn diese nicht eingesetzt werden. Auch jetzt noch, angesichts von Corona, hält die Politik am Fallpauschalensystem fest. Das von Spahn erlassene Krankenhausentlastungsgesetz sieht vor, dass Kosten weiter über Fallpauschalen abgerechnet werden. Krankenhäuser erhalten jetzt nur zusätzlich Gelder, wenn sie Betten freihalten. Das heißt, jedes Krankenhaus muss jetzt nachrechnen, ob es sich lohnt, eine mit Corona infizierte Patientin zu beatmen oder lieber ein künstliches Hüftgelenk bei einer Patientin einzusetzen, auch wenn diese die Narkose vielleicht nicht überleben wird. Angesichts einer Epidemie wie Corona brauchen wir gerade jetzt eine Krankenhausplanung, die an oberste Stelle setzt, was die Gesellschaft bestmöglich schützt. Die Fallpauschalen müssen dazu abgeschafft werden. Und die Gewinne müssen wieder in eine Gesundheitsversorgung fließen, in der Menschen im Mittelpunkt stehen, nicht die Fallpauschale. Nicht erst seit dem großen Charité-Streik 2015 kämpfen Beschäftigte für bessere Arbeitsbedingungen, für mehr Personal und damit für eine gute PatientInnenversorgung. Wir müssen den Druck aufrechterhalten und gemeinsam auf die Straße, damit Gesundheit keine Ware bleibt.